Nicht nur Krankheiten sind ansteckend, auch Worte. Und verbreitet werden sie am schnellsten über das Internet und Social Media. Oft stecken Hassbotschaften dahinter. Kaum ein anderes Wort hat sich zuletzt so schnell verbreitet wie Remigration. Zwei zusätzliche Buchstaben machen das Wort Migration zu einem rechten Kampfbegriff. Was erstmal so wissenschaftlich klingend daherkommt, ist unter der Oberfläche menschenverachtend. Rechtsextreme meinen mit dem Schlagwort einen Masterplan für Massenabschiebung. Und zwar von allen, die ihrer Vorstellung nach nicht deutsch sind, egal was der Pass sagt. Aus den Köpfen und Büchern von ExtremistInnen ist das Wort mit einem Schlag in der Gesellschaft angekommen. Kaum einer hat Sprache und ihre Wirkung so messerscharf analysiert wie Viktor Klemperer. Er hat erlebt, wie die Sprache der Nationalsozialisten den Verbrechen vorausging und beschreibt das so. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt. Sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Manchmal sind es nicht einmal Wörter oder zusätzliche Silben. HaterInnen setzen Wörter wie Flüchtlinge oder Seenotrettung gerne in Anführungszeichen, um zu suggerieren, dass diese Menschen weder Flüchtlinge noch in Seenot sind. Und das, obwohl seit 2014 etwa 28.900 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind und das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die Route als tödlichste Grenzüberquerung der Welt bezeichnet. Vier kleine Striche und zack, ist das rechte Narrativ bedient. Zu rechtspopulistischer Sprachakrobatik gehört auch, wertneutrale Wörter negativ aufzuladen, indem man sie zum Beispiel in einen bestimmten Kontext stellt. Muslime und Musliminnen werden zum Beispiel bewusst in einem Atemzug mit Islamisten genannt. Oder eigentlich neutrale Begriffe werden zusammengeworfen und so zu Schimpfwörtern konstruiert, wie bei Lügenpresse oder Gendergaga. Wozu der Aufwand? Dahinter steckt ein klares Freund-Feind-Schema. Die Abwertung des anderen ist immer auch eine Aufwertung des eigenen. Durch Provokationen und Menschenverachtung stilisieren sich Rechte zu Rebellen gegen einen vermeintlichen Mainstream. Sprache hilft ihnen dabei, weil die Wörter, die wir verwenden, unser Bewusstsein prägen. Und die Hassbotschaft ist in der Welt. Hättest du es gewusst? Schreib's in die Kommentare. Cooles Video? Klick den Like-Button und aktiviere die Glocke.